Also, wir wissen gar nicht so genau, ob bestimmte Arten von Immunschwächen gegen dieses Virus überhaupt ein Risiko darstellen. Also es gibt natürlich schwere Immunschwächen, da kann man das mit Sicherheit sagen. Andere Dinge, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich schon eine relevante Vorschädigung für dieses Virus ist. Wir müssen uns hier eher vorstellen, wir kriegen ja sowieso in großer Zahl diese Infektionen und bei den meisten Patienten wird das zu einer Virusinfektion der Lunge. Und diese Virusinfektion der Lunge löst bei vielen Patienten nur ein Reizhusten aus, der hartnäckig für ein paar Tage bleibt. Und bei anderen geht das aber eben in die Atemnot über. Und bei noch anderen führt diese Atemnot dann eben auch so weit, dass man auf die Intensivstation muss, weil der Gasaustausch in der Lunge nicht mehr funktioniert. Und es ist so, dass dieses Virus dann zu einer starken Kreislaufbelastung führt, also spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Atemnot da ist. Und das ist dann eine kritische Phase. Und da trennt sich dann häufig die Risikogruppe von der Normalbevölkerung. Und zwar einfach, ob das Kreislaufsystem diese Belastung über ein paar Tage aushält. Also jemand, der sportlich trainiert ist, dessen Herz wird das ohne weiteres mitmachen, dass es für ein paar Tage wirklich in einem höheren Takt schlagen muss und mehr Blut pumpen muss, auch im Ruhezustand. Während das für jemanden, der schon bei der geringsten Belastung beim Treppesteigen oder so außer Atem gerät, hier natürlich besonders schwierig ist für das Kreislaufsystem. Und was man in der Literatur eben stark durchliest bei den Berichten von vielen, vielen Patienten, ist, dass das Kreislaufsystem auch eine ganz wichtige Komponente ist von so einer Vorschädigung. Also man sollte gar nicht so stark immer in Richtung Immunsystem, Immunschädigung denken, sondern vielmehr Kreislauf. Also Patienten mit Angina pectoris Beschwerden beispielsweise, aber auch Patienten, die einfach von sich wissen oder Personen, ich will jetzt gar nicht Patienten sagen, Personen, die wissen, also wenn ich mal einen Treppenabsatz am Stück gehe, dann bin ich schon außer Atem. Und das kann auch durchaus für 40-Jährige gelten. Die müssen wirklich unter der Vorstellung jetzt auch mal leben, dass sie ein erhöhtes Risiko haben. Und zwar nicht ein erhöhtes Risiko, diese Infektion zu kriegen. Wir haben alle ein Grundrisiko, die Infektion zu kriegen. Das Risiko kommt am Ende der ersten Woche, wo sich der Krankheitsverlauf entscheidet und wo die Personen, bei denen das Virus richtig auf die Lunge schlägt, dann ein Problem kriegen, zum Beispiel mit dem Kreislauf. Und dann haben wir andere Erkrankungen, die gehen schon ein bisschen auch mit einer Immunsuppression einher, aber eigentlich kommt diese Immunsuppression zum Teil auch von einer Behandlung, das ist Asthma. Also wir haben Asthma-Patienten, die kennen die Exazerbation. Also das heißt, es kommt eine Erkältungskrankheit und dann wird das Asthma für eine ganze Zeit, für Wochen hinterher schlimmer. Und das Asthma, wenn es zum Beispiel durch inhalative Therapie, also durch solche kleinen Inhalatoren behandelt wird, dann muss man möglicherweise sogar für ein paar Wochen hinterher die Therapie umstellen auf ein anderes Asthma-Medikament. Und da könnte man im Moment mit seinem Arzt mal drüber reden, ob man zum Beispiel ein Cortison-Asthma-Medikament jetzt mal ersetzt durch ein Asthma-Medikament, das weniger ins Immunsystem eingreift. Denn diese Cortison-Asthma-Medikamente, die haben da natürlich eine Wirkung. Aber es gibt dafür keine richtige wissenschaftliche Fundierung. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, das muss man jetzt umstellen. Das kann kein Mensch sagen. Und da ist dann eben wirklich der Allgemeinmediziner gefragt, der seinen Patienten kennt und der weiß, wie er auf verschiedene Medikamente reagiert. Und da ist man als Asthmatiker, der häufig ja selber eine lange Krankheitserfahrung hat, auch selber gefragt, sich zu überlegen, ob man mit seiner jetzigen Einstellung der Erkrankung gut zufrieden ist. Also viele Asthmatiker merken das im Alltag gar nicht, wenn die Krankheit gut eingestellt ist.